Guten Tag und willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Wir verfolgen jetzt die Jägerbande mit Var Naboris. Und anscheinend steuert Urbosa höchstpersönlich den Titanen. Ich glaube, sie ist jetzt komplett von der Idee überzeugt, dass das eine gute Vorbereitung auf die Verheerung ist. Also helfen wir ihr einfach mal beim Training. Und lesen uns vor allem die Dinger hier durch. Drücke Y, um die Gegner vor dir aus dem Weg zu schleudern und ihre Energie zu absorbieren. Dies funktioniert selbst, wenn die Spannungsleiste bereits voll ist. Okay. Also kann man sich überladen. Das ist cool. Was ist das denn für eine Animation da unten? Was ist das für ein billiger Scheiß? Oh mein Gott, ey. Ach komm, ey, was ist das? Also, Nintendo. Sorry, aber... Das geht nicht. Da wird selbst ich eine bessere Animation hinbekommen. So, hier, die ganz nah bei uns sind. Die sind vernünftig animiert. Aber die anderen? Das sieht aus wie so ein Flash-Game, Alter. Schau das doch mal an. Was soll das? Was ist das für eine Scheiße? Haben sich einfach gedacht... Ja... Ja, lass mal hier die Animation einfach so ein bisschen so machen, als ob die sich da bewegen. Ja, komm, lass einfach mal so eine Animation machen. Die bewegen sich dann da so ein bisschen, weißt du? Und die benutzen wir dann einfach immer universell für die Gegner. Wenn die nicht vernünftig reingerendert werden können, weil die zu weit weg sind. So was Dummes, ey. Herrlich. Aber naja. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Switch halt keine allzu leistungsstarke Konsole ist. Ich meine, sie ist gut dafür, wie groß sie ist und welchen Preis sie hat, vor allem. Keine Frage. Aber leistungsstark ist sie alle Male nicht. Also das muss man ganz klar zugeben. Aber ich würde trotzdem sagen, sie ist leistungsstark genug. Naja, wobei, wenn ich solche Dinger wie eben sehe, dann muss ich vielleicht diese Aussage nochmal überdenken. Aber ich merke gerade... Ach komm, ey, was ist das denn für ein Scheiß? Das sind die Hauptmänner, oder was? Ja, wahrscheinlich. Und hier können wir, glaube ich, abgehen. Hier können wir richtig abgehen. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das geil. War das geil. Das hat sich richtig fett ausgezahlt. Also das war echt eine sehr nice Spezialattacke. Oh, ach so. Oh, oh, oh. Ich dachte, warum kann ich mich nicht abschirmen? Geht das nicht, wenn ich mich auflade? Oder haben die das gerade deaktiviert? Ich dachte gerade, das Gewitter funktioniert ein bisschen anders. Ich dachte, das wäre so wie beim Elefanten, wo man dann erstmal so einen Bereich auswählen muss. Aber anscheinend ist dem nicht so. Und ich gehe besser nochmal zurück.
Ich sehe nämlich, da habe ich einige Viecher zurückgelassen. Und da, wo ich gerade hingehen wollte, da gibt's halt nicht mehr wirklich was. Ja, okay, das Abschirmen geht nicht. Ich glaube, wenn ich's übertreibe. Ich probier's nochmal. Ja. Wenn ich's übertreibe, funktioniert das nicht mehr. Also gar nichts angreifen und verteidigen geht dann nicht mehr. Mit dem Titan. Also da sollte man immer darauf achten, dass man das nicht zu lange gedrückt hält. Weil das Ding dann anscheinend auch überhitzen kann. Oh, es wird jetzt schwierig. Das wird jetzt schwierig, da die Viecher noch zusammenzukriegen. Ich dachte, hier würden genug rumstehen, aber so langsam wird's knapp. Aber da sind noch ein Haufen. Ja. Noch 200. Es ist nicht mehr viel Zeit übrig. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich gebe ja auch mein Bestes gerade. Nur noch ein paar. Nur noch 40 Stück. Das kriegen wir hin. Jawohl. Alles klar. Und beim zweiten Durchlauf wäre ich etwas gründlicher vorgegangen, aber zum Glück war es nicht nötig. Gibt es jetzt noch mehr Missionen? Ja, eine noch. Ich würde sagen, dann machen wir die noch schnell. Wir machen die noch schnell. Und dann gehen wir in Richtung Mission weiter. Also Hauptmission. Dann machen wir die Story weiter. Elementare Eigenschaften. Ja, ja. Wissen wir ja. Link, Einhänder. Drücke ZR, um deinen Bogen bereit zum Schießen zu machen. Schieße aus der Luft. Kannst du mehr Pfeile hintereinander verschießen? Okay. Das wäre auch noch interessant zu wissen für einen Kampf, wenn man mal wieder gegen Hinox zockt. Aber ich glaube, da ist es sowieso besser, wenn man in der Luft ist, einfach um ein bisschen höher zu sein. Und das Auge besser treffen zu können. Also spielt das ja beides dann direkt gut in die Karten. Mehr Pfeile und erhöhte Position. Wir haben erst 80, okay. Das kann noch was dauern. Ach so, ist der hier? Ja, okay, da ist er. Direkt hier vorne. Und er kriegt auch direkt aufs Maul. Nein, nein. Das ist reingedrückt. Ich dachte da gerade, dass er mich jetzt trifft, aber nein. Ich konnte noch ausweichen. Wunderbar. Diese Leistung verdient Respekt. Ja. Kann man schon so sagen. Na, jetzt wurde ich aber getroffen. Ungünstig. Man kann halt echt gut mehrere Gegner wegmachen. Mit diesem Lichtstrahl, aber na gut. Brauchen tun wir ihn jetzt nicht unbedingt. Wofür sind eigentlich die Holzbündel? Haben wir die überhaupt schon mal benötigt? Ach, bestimmt, aber ich habe es nie mitbekommen. Aber ich musste auch noch nie die Holzbündel farmen. Wahrscheinlich habe ich die einfach immer so mitgenommen. So passiv.
weil wir immer in der Nähe von Bäumen gekämpft haben. Ach, scheiße. Und deswegen gab es dann nie Probleme damit. Jetzt aber. Jetzt haben wir ihn aber. Wunderbar. Zack. Und der andere müsste jetzt wegfliegen. Ja, wo ist er? Bis nach da hinten ist er geflogen. Holy shit. Leider hatte ich das Modul gerade noch nicht ab. Aber jetzt. Aber, naja. Ich wähle dann einfach mal den Spezialangriff. Ich meine, wir haben ja sowieso genug Gegner, wo wir Spezialangriffe farmen können. Und das kommt auch sehr gelegen, weil wir müssen ja sowieso einen Haufen Gegner besiegen. Guck mal, haben wir jetzt sogar wieder ab. Wenn ich gleich in der Nähe von vielen Gegnern bin, dann zünde ich vielleicht nochmal ein. Ja, komm. Machen wir nochmal. Alles klar. Schade, dass der nicht direkt wieder aufgefüllt wird. Weil sonst könnte man halt Spezialangriff benutzen und mit den besiegten Gegnern, also mit den Gegnern, die man dann während des Spezialangriffs besiegt, könnte man dann wieder die Leiste voll machen. Und ja, da gebe ich ihr auf jeden Fall recht, von solchen Kreaturen sollte man sich absolut nicht beeindrucken lassen. Aber es sind ja auch die größten Keks. Also, Angst oder Respekt braucht man vor denen nicht haben. Zack. Und Schmetterangriff. Instant down. Let's go. Wir haben einen Ruder bekommen. Alles klar. Läuft so langsam alles aus dem Ruder hier. Ja, oh ja, okay, sorry. Oh Mann, ey. Glaube, ich habe zu viel mit einem Kumpel rumgeblödelt. Ach, fuck, jetzt habe ich aus Versehen die Spezialattacke gemacht. Aus Versehen auf A gekommen. Machen dann dauernd solche dummen Witze. Aber nur immer, um zu sehen, wer die... wer den dümmsten Witz reißen kann und wer wieder auf irgendeinen Quatsch kommt. Ja, aber wir haben die Spezialangriffsleiste fast wieder voll. Das ist nice. Vor allem, wenn hier gleich irgendwie ein fettes Vieh kommen sollte. Was das dann auch tatsächlich benötigt. Die Spezialangriffe. Zum Beispiel ein Leune. Der muss ja immer relativ viel fressen. Da wäre es dann ungünstig, wenn wir dann keinen Spezialangriff bereit hätten. Oh, und hier sind richtig viele wieder gespawnt. Aber ich glaube, pro 50 Gegner kriegen wir einen Spezialangriff. Also können wir hier nochmal einen raushauen und es passt perfekt. Man könnte meinen, dass ich es berechnet hätte. Alles klar. Eine Moldora. Das war mir nämlich schon direkt klar, dass irgendein fettes Vieh kommen wird. Und jetzt Krühe, oder? Ja. Dir geben wir aufs Maul. Aber richtig fett. Können wir mit Feuer was machen? Ja. Spezialangriff? Nein. Oder Schmetterangriff, besser gesagt. Können wir leider noch nicht benutzen. Und jetzt Bombe. Jetzt Bombenmodul.
da tatsächlich einen Angriff von getroffen. Nice. Ich dachte tatsächlich, dass wir ihn gar nicht mehr treffen. Und lässt er sich von einem Spezialangriff beeindrucken? Ja. Wir können nochmal richtig drauf scheppern. Mhm. Ja, okay. Ich denke, jetzt sollte ich einen Angriff abwarten. Und was macht er? Er steigt hoch. Ja, nice. Das habe ich direkt erkannt. Und er bekommt die volle Ladung reingedrückt. Und direkt einen Schmetterangriff. Ja, das war's noch nicht. Das war mir klar. Aber die geben mir schon noch aufs Maul. Bam, bam, bam. Und Stasis. Und jetzt müsste er schon down sein, oder? Ja. Du hast die Moldora besiegt. Sorry, die. Die müsste down sein. Falsch gegendert. Ja, starke Exallanze. Schaden durch starke Angriffe. Antike Materialien? Das ist cool. Das ist cool. Aber ich meine, es gibt noch so einen Bonus, dass man die Materialien bekommt, die man markiert hat. Mit dem Sensor. Ich meine, sowas gibt's auch noch. Also können wir... Stimmt. Wir können jetzt eigentlich mal unser Inventar nochmal leer machen. Und zwar von allen hier schlachtfeldabhängigen Materialien. Das können wir wegmachen. Monsterteile, das behalte ich erstmal. Einfach nur, weil es nervig war, die anderen Dinger zu suchen. Antike Materialien behalte ich auch erstmal. Aber alle Schlachtfeldabhängige Materialien-Dinger, die können wir wegpacken. Obwohl, das plus 9% behalte ich auch erstmal. Hier, Schaden durch normale Angriff plus 2%, das packe ich auch erstmal weg. Plus 2%. Und das war's. Alles klar. Jetzt haben wir wieder 7 Plätze. Das sollte erstmal reichen. Das werde ich. Danke. So, und was war hier jetzt nochmal? Ah ja, Leune, ne? Ja, Leune. Gut, das werde ich dann zum nächsten Mal Offcam holen. Aber jetzt machen wir erstmal mit der Quelle des Mutes weiter. Ja, Impa. Impa kann ruhig mitkommen. Das ist mir ganz recht, wenn das Link und Impa machen. Es ist also wahr. Ja. Was denn? Zeldas nächster Geburtstag wird der Tag sein, an dem die Verheerung zurückkehrt. Oh shit. Ja. Die Fotoanalyse lässt fast keinen Zweifel. Dann auch noch ihr Geburtstag, Alter. Dann bleibt nicht viel Zeit. Zelda, du wirst gemeinsam mit den Rittern zur Quelle des Mutes aufbrechen. Mhm. Ganz gleich, was dafür vonnöten ist. Erwecke die Kraft in dir, bevor die Verheerung zurückkehrt. Aus den Aufzeichnungen des Wächters hatte König Roam erfahren,
dass die Verheerung Ganon an Zeldas 17. Geburtstag wiederkehren würde. Daraufhin befahl er ihr, sich unverzüglich zur Quelle des Mutes zu begeben, um dort ihre Macht zu erwecken. Der Typ spricht einfach König Rohan, soweit ich das jetzt hören kann. Und er spricht einfach von sich selber, ey. Das ist irgendwie, keine Ahnung, fand ich gerade irgendwie witzig. Wie alle anderen Bewohner Hyrules waren auch König Rohan und Zelda von der Furcht vor der sich anbahnenden Zerstörung nicht verschont geblieben. Also der jetzt hier am Reden ist, meine ich. Der auch diese, naja, eben diese Story hier vorliest. Vorlest vor allem. Ich werde alles tun, was in meiner Macht stehen mag. Selbst wenn es nur die Entschlossenheit einer untalentierten Prinzessin ist. Ja, so wie ich es mir immer und immer wieder schwor. Wie dem auch sei. Selbst die Erforschung der Relikte wird vergebene Mühe sein. Kennt man doch. Oh, das Outfit ist nice. Die Statue kennt man, oder? Ich glaube schon. Bin die Einzige, die zu gar nichts taugt. Euer Hoheit. Hallo? Wieso legen wir nicht ein kleines Päuschen ein? Weil ich bin nämlich ganz schön hungrig. Impa. Die Zeit läuft uns davon. Sie sieht schon nice aus in diesem Kleid. Holy fuck. Ja, komm. Kümmern wir uns erstmal um dieses Problem hier. Für Romanzen. Oh, was? Du Drecksack. Für Romanzen ist es später immer noch Zeit genug. Und der wird jetzt erstmal hier eingefroren. In der Zeit. In der Zeit eingefroren. Oh, Schmetterangriff. Nice, es reicht dafür. Sehr gut. Wo ist der nächste? Da. Ja, komm, schlag zu. Aua. Ey, so meinte ich das nicht. Mann. Ich bin gerade perfekt ausgewichen. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht gezählt hat. Jetzt aber. Dankeschön. Alles klar. So, was ist mit ihm hier? Ja, ich weiß nicht, ob ich ihm was reindrücken sollte. Oh, fuck, du Arschloch. Komm, mach deinen komischen Spezialangriff da. Nee, nicht den. Bei denen du so komisch rumtanzt. Komm, mach. Oder müssen wir ihm dafür erstmal ein bisschen Schaden machen? Ja, okay. Das reicht, glaube ich, schon. Ja, aber richtig fett. Hau ab, Drecksack. Können wir uns heilen? Nein. Da sollte ich auch mehr aufpassen. Noch mehr Monster, aber mir geht's gut. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Alles klar. Ich sollte mal ein bisschen auf meine Leben achten. Auf meine Lebensanzeige. Das wird nicht gerade... Ich habe nicht gerade viel Leben übrig. Also ich habe zwar viele Herzen, aber... Ah, du Drecksau. Vermündeten Befehle erteilen. Ja, okay, dann geh mal bitte dahin, Impa. Nein.
Das lassen wir. 100 besiegt. Das hat gerade mega gelaggt. Holy fuck. Nice. Wunderbar. Wunderschön. So, Link und Impa und alle anderen Kämpfer. Irgendwas habe ich jetzt nicht lesen können. Diese Viecher mache ich mal hier weg. Die nerven. Werden zwar nicht nochmal da langlaufen müssen, aber man braucht ja die Octorok-Urkunden auch manchmal. Oh Moment, da stehen Fässer. Ich hatte mir jetzt eigentlich um Heilung erhofft, aber nö. Die scheint es hier nicht zu geben. Hat zumindest nicht in den Fässern. Hier geht's lang, oder? Ja, hier. Alles klar. Ah, diese Drecksäue. So scheiß Octoroks. Haut ab. Nein. Gerade so. Nice. Instant down und wir wechseln zu Impa. Ja, das werde ich. Oh, scheiße. Wir müssen mit den Dingern arbeiten. Ach du Kacke, nimmt sie viel Damage. Komm, Stasis. Ja, ist gut. Wir benutzen die Spezialattacke. Wir haben keine andere Wahl. Impa kriegt übelst viel Damage. Und Stasis, nein! Nein. Jetzt Stasis. Ja. Schön. Nein. Oh mein Gott. Ach komm, ey. Ernsthaft, ich muss das alles normal machen. Impa hält nichts aus. Holy fuck, ey. Okay, danach werde ich die mal aufleveln müssen. Weil das ist... Diese Drecksviecher, ne? Diese Drecksviecher, diese hässlichen. So. Instant Spezialangriff raushauen. Und Stasis. Schmetterangriff. Und weiter geht's. Ich denke, mit Impa werden wir viel mit den Stäben arbeiten müssen. Ich glaube, das wird echt gut sein. Ja, doch. Leider muss man mit Impa so taktisch vorgehen. Weil sie... Ich hab's schon so oft gesagt, sie kann stark sein, aber mit ihr muss man echt aufpassen. Ja, okay. Das habe ich ein bisschen verkackt, aber... Ist auch nicht so wild. Nein, hör auf mit dem Quatsch.
Du kriegst jetzt erstmal ein paar Dinger reingedrückt. Ach, scheiße. Ja, komm. Haben ihn fast. Und da ist er down. Und ich denke, ich könnte ja auch erstmal ein paar Dinger farmen. Ein paar Symbole. Ja, let's go. Oh, holy fuck, sie bekommt halt so viel Damage, das ist unglaublich. Alles klar, da haben wir alle Symbole. Und jetzt können wir mit Eis zuschlagen. Holy fuck! Der war instant. Ah, nee, doch nicht. Was zum Teufel? Der steht immer noch. Doch, er hat übelst viel Damage bekommen, nur ihr Schmetterangriff ist nicht so stark. Alles klar. Na gut, ein Blitzmoblin wurde in der Nähe von Zelda gesichtet. Wo kommen all diese Monster her? Haben sie sich im Nebel versteckt? Wahrscheinlich. Wir werden da direkt hineilen. Also ich werde da direkt hineilen. Und für euch geht's dann im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.